für das kommende Haushaltsjahr. Was ist aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung? Ja, es ist die große Herausforderung, die Balance zwischen den Interessen der Kommunen und der Notwendigkeit der Finanzierung des Kreises wieder einmal neu herauszustellen. Uns ist es gelungen, den Hebesatz der Kreisumlage im Entwurf um 0,5 Punkt zu senken, was aber effektiv bedeutet, dass die Kreisumlage auf demselben Niveau beharrt wie bisher. Ich glaube, das gibt unseren Kommunen Spielräume, denn die Steuereinnahmen der Kommunen steigen ja und der Kreis muss sich beschränken. Aber wir stehen vor großen Herausforderungen im Sozialetat. Sie haben hier viele Unwägbarkeiten, wie sich die Dinge entwickeln, wenn Sie sich allein überlegen, wir bewirtschaften 700.000 Quadratmeter Wohnraum über unsere Hilfe zum Unterhalt. Wenn es dort zu Steigerungen kommt, schlägt es sofort und unmittelbar auf den Kreishaushalt durch. Also nach wie vor ist der Haushalt nicht in trockenen Tüchern, sondern stellt uns vor große Herausforderungen. Das Ziel ist, die Schulden Ende 2012 auf etwa 100 Millionen Euro zurückzuführen. Das ist natürlich, ist es ein ehrgeiziges Ziel und was wäre das wünschenswerteste Ziel, was Sie sich vorstellen können? Ganz ohne Schulden wird es nie gehen. Also für mich ist das, was ich besonders anstrebe, einen stetigen und kontinuierlichen jährliche Rückführung der Verschuldung des Kreises. Und da können wir jetzt schon erhebliche Schritte gemeinsam miteinander gehen. Und deshalb ist es sehr realistisch, bis zum Jahre 2012 die Schulden unter 100 Millionen Euro zu senken. Und ich glaube, da haben wir großen Konsens. Aber wir haben heute gesehen, dass auch das natürlich eine Abwägung zwischen den Interessen der Gemeinden und denen des Kreises benötigt. Aber ich sehe uns da auf einem guten Weg. Wir werden in Zukunft nicht mehr die großen Investitionsmaßnahmen sehen, auf absehbare Zeit beim Kreis. Und diese Luft nutzen wir, um die Verschuldung weiter zurückzubauen. Für die Kommunen wird 2013/14 mit harten Zeiten gerechnet. Sehen Sie das ähnlich? Was kann der Kreis dann für die Kommunen in dieser Zeit tun? Die kommunalen Finanzen laufen ja genau wie die des Kreises immer um 2 Jahre nach. Das heißt, für 13, 14 ist noch nicht die dramatisch schlechte Entwicklung zu sehen, weil wir jetzt noch profitieren von den positiven Entwicklungen in 2011 und wahrscheinlich auch noch in 2012, wenn auch mit angezogener Handbremse. Aber dennoch, wir müssen schauen, dass wir unsere Aufgaben effizient und kostengünstig erfüllen, sehen uns den berechtigten Interessen der Bürgerinnen und Bürger uns gegenüber. Aber gerade weil ich ja auch aus der kommunalen Familie komme, weiß ich als ehemaliger Bürgermeister, was Kommunen von uns erwarten. Aber sehen Sie, zum Beispiel die Sozialausgaben werden nicht von der Kreisumlage gedeckt und das sind ja Kosten, die direkt den Bürgerinnen und Bürgern unserer Kreiskommunen zugutekommen. Ich glaube, wir werden unserer Aufgabe schon sehr gut gerecht als Kreis. Man spricht ja immer viel über Probleme und Schwierigkeiten. Deshalb zum Schluss, was macht Ihnen im kommenden Jahr besonders viel Spaß im Haushalt, bei den Aufgaben, die Sie sich vorgenommen haben? Also mir macht unwahrscheinlich viel Spaß, mit der unwahrscheinlich motivierten Mannschaft im Rhein-Neckar-Kreis zusammenzuarbeiten. Und da beziehe ich die Verwaltung, aber auch den Kreistag unbedingt mit ein. Wir ziehen an einem Strang und wir erreichen unsere Ziele. Wir haben uns jetzt strategische Ziele gegeben in diesem Jahr, in 2011. Und bereits im Jahr 2012 kommen wir bei Klimaschutz, im sozialen Bereich, in den Fragen der Bildung deutlich voran. Deshalb bin ich sehr zufrieden und deshalb macht mir die Arbeit nach wie vor unwahrscheinlich viel Spaß. Herzlichen Dank. Happy.